Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Murder Mystery auf dem Hypixel-Server. Ich denke mal, jeder kennt schon den Spielmodus. Hier geht's darum, es gibt einen Mörder, alle anderen sind unschuldig und wir müssen einfach aufpassen und vor dem Mörder wegrennen. Heute bin ich aber mal ein kleiner Herobrine und ich versuche mal, wenn ich Mörder werde, alle Leute diesmal zu töten. Das sollte hoffentlich klappen und ich werde diesmal in den klassischen Spielmodus reingehen, einfach mal eine Map wählen. Und auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und die Murder Chance ist leider 8%, das ist natürlich nicht so viel. Und jetzt werde ich teleportiert, unschuldig. Ja, ich habe die unschuldige Rolle und ich muss mich jetzt verstecken. Ich werde jetzt erstmal so ein kleines bisschen mir Gold suchen, ob ich, dass ich vielleicht einen Bogen kaufen kann. Aber sieht nicht so gut aus. Hier kann man so ein bisschen was ändern. Und da kommt schon ein Spieler auf mich zugelaufen. Und nicht, dass ich hier direkt getötet werde. Ich kann mich zum Beispiel extrem gut verstecken. Aber das ist, denke ich mal, kein guter Spot hier. Also da oben habe ich noch ein Gold. Und wo kann man sich gut verstecken? Ja, das hat sich jetzt auch schon geklärt. Ich weiß nicht, wie man schaffen kann, so schnell zu sterben als Mörder. Diesmal ist meine Chance 12%. Detective 15 ist natürlich auch nicht schlecht. Und ich bin Mörder geworden, Leute. Okay, also alle jetzt hier vor dem kleinen Herobrine wegrennen. Da versteckt sich schon mal einer, ne? Der weiß natürlich nicht, dass er gleich getötet wird oder dass ich Mörder bin. Aber das kann ich auch mal gleich ganz unschuldig oder ganz unauffällig machen. Ja, das ist leider der Erste, der getötet wurde. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und da vorne, da oben sind zwei. Soll ich das diesmal ganz auffällig machen? Da wurden welche getötet. Da ist einer, aber ich glaube mal, der hat es nicht gesehen, oder? Ich glaube mal nicht. So, schreibt auch niemand was in Chat. Die sind auch ganz unschuldig. Also ich glaube mal, bisher klappt es schon mal ganz gut. Der hat es halt auch noch nicht gesehen. Ich denke mal, dafür ist die Map halt auch extrem gut geeignet. Und ich darf halt aber nicht irgendwie jetzt von einem Bogen getötet werden. Ist hier einer? Oh, da ist einer. Komm, schnell werfen. Das hat nicht geklappt. Die wurden aber trotzdem getötet. Der rennt aber weg. Der weiß, dass ich Mörder bin. So, dann kann ich vielleicht mal das Schwert werfen. Aber der hat sich da lieber was kaufen wollen. So, wo sind jetzt die anderen? Es leben noch drei Stück. Da ist ein Alex weggerannt. Also, der ist keine Ahnung wohin gerannt, aber den gibt es auf jeden Fall auch noch. Hi, den werfe ich jetzt am besten mal ab. Ja, habe ich auch mal einen getötet, indem ich das Schwert geworfen habe. Und jetzt leben nur noch zwei. Die Frage ist, der Detective ist immer noch am Leben. Ich darf mich auf keinen Fall von ihm töten lassen. Aber wo halt? Ich habe gerade gedacht, da unten ist jemand. Das sind überall nur Leute. Hier versteckt sich da irgendjemand. Also 2 Minuten 57, fast 3 Minuten habe ich noch Zeit. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall noch easy reichen. Hier vielleicht um die Ecke jemand. Nee, da ist auch keiner. So, ich sammle mir trotzdem mal ein bisschen Gold auf. Nicht, dass die anderen sich noch einen zweiten Bogen holen. Geheimnisvoller Trank. Kann ich das auch machen? Ja, den trinke ich mal. Was habe ich rausbekommen? Nachtsicht. Das ist ein Trank. Du hast keine Ahnung, welche Effekte du bekommen wirst. Oh, Leute. Und ich habe jetzt einfach Resistenz. Okay, ein klein bisschen Resistenz. Gönne ich mir nochmal einen Trank. Und jetzt habe ich diesmal... Das ist ein Trank, du hast keine Ahnung, okay, welche Effekte. Nochmal einen. Und du kannst nur einen Trank auf einmal haben. Ach so, okay. Ja gut, kann ich mir nochmal einen kaufen, vielleicht, zufällig? Ja, das geht auch. Komm, dann kaufe ich mir einfach mal ganz viele. So, und trink die dann einfach mal. So, und was gibt der jetzt? Slowness, er gibt mir einfach Slowness, oha. Okay, ich habe aber trotzdem noch ein bisschen Zeit. Ich will einfach mal so ein bisschen die Effekte ausprobieren. So, jetzt muss ich natürlich warten. Und jetzt habe ich halt... Blindness, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Am besten stelle ich mich jetzt mal hier in die Ecke und warte. Oh, Leute. Derzeit kann ich mal mein Schwert werfen. So, dann hole ich mir nochmal einen. Das müsste dann auch reichen. Also, ich habe ja jetzt noch zwei Stück. Also, wenn das jetzt nichts wird, wieder Slowness. Als ob ich jetzt nur negative Effekte bekomme. Okay, krass. Und, oh, da oben ist einer. Der wurde getötet und das war der Detective. Was? Okay, krass. Jetzt habe ich auch den Bogen. Und so langsam müsste ich auch einen Kompass bekommen. So, Karte. Use this map to... Oh, ich habe jetzt hier eine Karte. Aber ich glaube mal... Na gut, da sieht man den Detective-Bogen, wo er getötet wurde. Aber jetzt müsste ich auch eine richtige Karte bekommen, wo der Gegner ist, oder? Und jetzt, deine Karte zeigt nun alle Spiele an. Welche Karte? Wo ist die Karte, Leute? Auch hier. Okay, da ist der Spieler. Ja gut, da wurde am Anfang, glaube ich... Habe ich den übersehen? 10 Sekunden noch. Nein, das reicht mir auf jeden Fall nicht mehr. Okay, und da bin ich, glaube ich, mal auch ein bisschen dazu falsch gelaufen. Ja, okay, das reicht
Schade, leider nicht mehr, aber ich habe 13 Leute gekillt, der eine hat es ernsthaft noch überlebt. GG. Ja, es war aber trotzdem eine coole Runde, leider hat es nicht ganz geklappt hier mit dem Herobrine. Aber ich habe eine 17%ige Chance, um Detective zu werden, bin aber leider unschuldig geworden. Aber ich versuche trotzdem mal hier einen Bogen zu bekommen und den Map vielleicht zu beenden. Das sieht hier extrem nice aus mit dem Aquarium, krass, okay, ist geil gebaut. Hast du hier nochmal Gold, das ich nicht aufsammeln konnte irgendwie. Und jetzt kommt der Mörder. Es kann halt jeder sein. Vielleicht zufällig schon hinter mir die. Ich vertraue keinem Spieler. Da wurde aber schon, glaube ich, einer gekillt. Das heißt, die zwei sind es nicht. Muss ich mir... Oh, ich sehe den Mörder. Okay, jetzt, ich habe ihn schon gesehen, welcher Mörder ist, wer der Mörder ist. Das heißt, jetzt kann ich halt auch easy ein bisschen wegrennen. So, und weiß halt, wem ich vertrauen kann, wem nicht. Oh nein, und da kommt der Mörder. Ich will noch nicht sterben, Leute. Der ist aber über mir gelaufen. Okay, da habe ich noch ein bisschen Glück gehabt. So, das ist ja nicht. Muss mir echt den Skin merken. So, komm, das kann echt klappen. Nur noch 4 Gold, dann kann ich den Mörder killen. Komm, als Herobrine. Das ist doch machbar. Aber es leben noch viele. So, 7 Stück. Jetzt haben wir hier nochmal 2. 9 und jetzt gleich den 10. Ja, da hat er auch ganz schön viele gekillt schon. Da ist nochmal eins gespawnt. Okay, perfekt, ich habe ihn. Ah, hier kann man ein bisschen was bekommen. So wie bei den Potions vorhin. So, mein Freund, wo ist der Mörder? Hier oben? Nirgendwo. Ist er das hier? Ne, da hat er einen anderen Skin, der sah so ähnlich aus. Wenn ich ihn nochmal sehe, dann weiß ich es bestimmt. Er hat nochmal einen gekillt. Da, oder? Ist er da oben? Ne, okay, das, da unten ist er, ja, mit dem bunten Skin. Er killt halt immer mehr. Der Bogen ist sogar gedroppt. So, jetzt kann ich nochmal gleich schießen. Ich habe aber nicht getroffen. Nein, wie hat er mich so schnell killen können? Oh nein. Okay, Mann, ich hätte auch vor allem oben bleiben können. Ich hätte nicht gedacht, dass man da runterspringen kann. Und er hat wieder den Detective gekillt. Und in einer Sekunde geht's weiter. Ich bin leider wieder unschuldig und ich glaube mal wieder auf der gleichen Map. Vielleicht kann ich ja trotzdem diesmal den Detective killen. Ich brauche nur ein bisschen Gold und das sammle ich natürlich direkt wieder ein. Ich hatte halt echt gute Chancen, aber da man halt auch extrem schnell das Schwert werfen kann und so weiter, geht es halt echt nicht einfach, dann wegzurennen, wenn man halt einmal gefailt hat. Und man bekommt halt erst wieder, leider nach ein paar Sekunden, einen Pfeil dazu. Und so, der ist es, glaube ich, mal nicht, der hier ganz normal chillt. Hier sind 2. Ich hoffe mal, der ist es nicht. Ne, der war es auch nicht. So, 3 Stück noch. Okay, der Mörder war hier. Na, was? Er war es doch? Vielleicht werde ich jetzt nochmal zum Schluss Detective von Anfang an mit 17%. Und ich bin Detective geworden. Perfekt. Aber das ist eine Map, die extrem klein ist. Und man kann halt extrem schlecht wohin rennen. Aber ich bin gespannt. Jetzt hier mit dem Bogen. So, den muss ich halt echt gut benutzen. Da ist auch so ein Herobrine komplett in schwarz. Oh mein Gott. Und ich darf halt zu keinem Spieler. Ich muss erstmal sehen, wer gekillt wird. Da traut sich natürlich noch nicht am Anfang, weil es halt auch extrem übersichtlich gleichzeitig ist. Und mal schauen. Oh, der hier. Der will mir ein bisschen hinterher rennen. Oh nein, der... Okay, dreht doch wieder um. Vielleicht sind es ja doch die so ein bisschen. Nee, oder vielleicht der schwarze Herobrine. Der ändert sogar... Hat er gerade seine Farbe vom Gesicht geändert? Ja, krass. Okay, was macht denn der da? Der hat einen Kopf auf. Okay, kein Spieler darf zu mir. Ich bin jetzt erstmal ganz oben. Ich darf halt auch nicht alleine rumrennen. So, mit möglichst vielen Spielern ist es ganz sicher. Sicher auch nicht, aber dann traut sich der Mörder vielleicht nicht direkt. Und jetzt wurde einer gekillt. Hier unten war es aber... Es muss einer von unten gewesen sein, glaube ich, oder? Vielleicht die hier? So, ich mache jetzt erstmal die ganzen Statuen hier kaputt. Den hier. Es kann halt wirklich noch jeder sein. Nochmal einer? Nee, der ist es auf keinen Fall. Es ist irgendeiner unten. Komm, dann muss ich jetzt mal nach unten gehen. Ich glaube mal, da liegen die Leichen. Ich weiß aber auch nicht... Oh mein Gott, Leute. Ja, da unten wurden die Leute gekillt. Und jetzt ist der Mörder auf jeden Fall oben, weil hier unten ist keiner mehr. Ich glaube mal, oder doch, der da unten. Ist es der hier? Ich will auf jeden Fall erstmal wegrennen. Nicht, dass er mich killt. Ich will nicht den Falschen killen. Aber ich will auch selber nicht getötet werden. Und jetzt kann man... Es wird immer spannender, Leute. Es gibt auf jeden Fall... Ja, trotzdem noch 11 Spieler. Bitte... Ja, okay, da ist es nicht. Da wurde nicht gekillt. Moment, da ist... Oh nein, ich glaube mal, das ist er. Ich glaube mal, ich vertraue dem nicht. Ich denke mal, wenn er mir jetzt noch weiter hinterher rennt... Komm, ich schieße jetzt mal auf ihn. Ja, der Mörder war's. Perfekt. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt noch gekillt. GG. Das war mir ein bisschen zu auffällig, wie er mir hinterhergerannt ist.
Er hätte mich eigentlich schon fast töten können, aber immerhin habe ich es jetzt endlich noch geschafft, als Herobrine eine Runde zu gewinnen. Das waren extrem coole Runden Murder Mystery, Leute. Falls ihr mehr Bock auf sowas habt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat, könnt ihr mir gerne folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!